Gut schaust aus. Also für doppelte Beckenfraktur, Schlüsselbeinbruch, Milzquetschung. Echt so früh? Ja, Franz, so viel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Das wird schon wieder. Alle Tests haben ergeben, dass er eigentlich wieder ganz normal gehen können müsste. Meines Erachtens liegt die Problematik eher hier oben. Was findest du besser? Super Wide oder Crystal Wide? Vater, wieso sagt mir da keiner was davon, dass sie mir da so eine bourgeoise Scheißhütte da mitten auf meine Wiesen einstellt? Und, kannst du was sagen? Total, ich sagen. Unsere Tote war eine Freizeitschlampe. Schweinekram-Schmuddelvideos, Livecam. Brauchst du mir meinen Schwingel singen? Servus. Hey, Rudi, hast du heute einmal mitkommen dürfen, ha? Herr Pfarrer, Ihre kleine Schwester verdiente auf sündige Weise ihr Geld. Aus! Du hast eine Affäre mit dem Mordopfer gehabt? Du musst die Gisela aus dem Spiel lassen. Ich kann super diskret sein. Gisela! Gisela! 1, 2, 3, 4! Ich bin jetzt Single. Ich schau aus meinem Fenster raus, zum Achter. Männer, wer ist dafür, dass der Flötzinger Ehrenmitglied im Club wird? Hier geht ein Serienmörder um und Sie und Ihr Leftuti bohren in der Nase. Wir brauchen jetzt halt Profis. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Auf meiner eher weniger. Franz, willst du wirklich, dass unser Pauli in einem Stall aufwachsen muss? Du, den Jesus hat das ja auch nicht geschaut. Was machst denn du da für eine Sauerei, ha? Das tut uns beide gut. Ludwig? Was soll denn der Schmarrn? Ich protestiere gegen die Gentrifizierung meines Hofes. Ups, ich glaube, der Blitzer ist leider kaputt. Das ist wahrscheinlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist mir wahrscheinlich wurscht. Lies einmal die Hosenscheiße. Born Rebels. Das heißt Born Rebels. Schreibt man das nicht ein bisschen anders? Als geborener Rebell kann ich das schreiben, wie ich will. Du, für Krankenhaus ist das ja gar nicht so schlecht. Der Kaiserschmarrn ist scheiße. Das ist ein Drama. Ein Kaiserschmarrn-Drama ist das.